Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung, guten Morgen und willkommen zu unserem Doppel-Adventskalender. Einmal öffnen wir den Brettspiel-Adventskalender 2018 von Frosted Games, bestückt mit vielen Promos, wo man aber, wenn man die Rückseite anschaut, oder wer sich immer gefragt hat, hä, wie, was, wo kaufe ich da wirklich die Katze im Sack? Nee, hinten drauf sind Bilder von den Zeig's mal Brettspielen. ganz kurz. Da könnte man sich informieren, wenn man möchte, oder man, ja, klebt Oder es eben einfach nicht. Ne? ab. Oder eben nicht. Ne? Ja. Tu Das wäre das eigentlich, mal das wär hier. auch mal eine Frage, dass Sie genau, Sie sollten, das wäre mal eine Möglichkeit. Ich meine, es wird sich eh rumsprechen, aber dass du quasi eine Blind-Version kaufen kannst, wo du hinten, gleicher Kalender, aber die Rückseite ist einfach schwarz. Du darfst die 14 Ich mal mache die aufmachen. 14, mach die Augen zu. 14, 14, 14, Ich hab's schon 14. gesehen, Ah, Moment. da, Ja. am Schlitten wieder. Hab's. Ja, und ich habe ja so schon lobende Worte gesagt, dass ich diesmal finde, der Adventskalender ist so ein bisschen näher am Spielejahrgang dran, sodass man mehr Sachen haben kann. Wir haben eine Erweiterung für Mercado Ah, das ist dieser Rüdiger Dorn-Titel. von Kosmos Falschgeldwaren. Der Beutelschneider ist das. Der wird als zusätzliche dritte Markttafel ausgelegt, neben Münzwechslerin und Marktaufseher. Wenn man dann aus seinem Münzbeutel eine oder mehrere Münzen Falschgeld, dann legt er diese Münzen nun nicht mehr sofort auf seine Tafel, sondern legt sie erstmal an der Seite des Beutelschneiders an. Und sobald man halt da eine entsprechende Menge Falschgeld liegen hat, dann wird der Beutelschneider für einen gewertet. Also man kann jetzt kurz gesagt mit Falschgeld in Mercado immerhin den Beutelschneider ausführen und der tut dann entweder beim nächsten Spieler im Uhrzeigersinn was klauen oder man kriegt Ansehenspunkte, so viele Jokermünzen wie gerade Waren und Markttafeln zusammen ausliegen. Also man soll nochmal im Detail gucken, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man klaut was oder man punktet mit ihm. Ja, Mercado ja so ein bisschen, finde ich, das Spiel, das unter dem Quacksalber von Quedlinburg-Radar so ein bisschen untergegangen ist. Ne? Ja, das kann Ja, gut sein, dass das ist halt auch tatsächlich nicht ein ganz so bisschen, gut, aber durchaus ein solides Spiel. dass das ein bisschen ausgestochen Ah, du wurde. wolltest es halt hier bei Tatsächlich dir auch haben. in meiner persönlichen, Vielleicht auch bei uns kann man sagen, ein bisschen ja, ausgestochen wurde. Aber na, so ist muss es ich halt auch manchmal. zugeben. So manchmal ist es halt so. Vom Hocker gefallen bin ich da nicht. Hier, 14. Und was ist das Juhu, hier? Versteht es gar nicht. großes. Was kann das sein? So ein kleines Ding. Mercado. Was ist das? Ah, ja. Das ist nur eine kleine Ja, Erweiterung Moment, für dann machen das, wir ja. meins zuerst Dann machen auf. wir dein zuerst Es auf, ist ja. nämlich Chronicles of Crime. Ja. Dieses Spiel ist einfach hervorragend. Oder Rado hat gesagt, ich liebe, liebe, liebe dieses Das Spiel. sagt er doch bei jedem Spiel. Ja. Hier. Chronicles of Crime oder Detective. Es gibt zwei richtig heiße Detektivspiele dieses Jahr. Und Chronicles of Crime habe ich schon angespielt. Und ich empfehle, es ist dabei, fantastisch. Ich hätte nicht gesagt, die Virtual Reality Brille, das ist so cool. Wir haben das leider noch nicht auf unserem Kanal da, aber ich habe diese Brille schon aufgehabt und es macht so Spaß, mit dem dann so einen Tatort anzugucken. Also wirklich, das ist wirklich ein ganz innovatives und Wir wollen extrem auch cooles sozusagen Detective und Erlebnis. Chronicles of Crime Werde ich beides beide vorstellen. noch gut spielen, um das auch zu vergleichen. Weil es ist wirklich die spannende Frage, was ist da eigentlich jetzt für wen besser, schlechter? Ich habe da schon auch, Also, ja, ich habe auch schon beides gespielt, habe da auch schon so ein bisschen meine Meinung, aber so viel kann man ja. spoilern, dass beide Spiele wirklich super sind, Ja. aber vielleicht haben Sie sie sind auf jeden natürlich Fall auch unterschiedlich. unterschiedliche, genau, sie sind Definitiv. auch auf jeden Fall unterschiedlich. Vielleicht braucht man auch einfach beide. Man braucht auf jeden Fall Chronicles of Crime mit Virtual Reality Brille. So viel steht ganz fest. Ich habe eine gute Frage. Ah, Und gut. zwar, ja, jetzt ist Detective-Spiele, ne? Krimi-Spiele sind ja der Bringer. Jetzt mal unabhängig davon, dass es vielleicht lizenztechnisch kostet, wir tun einfach mal so, als würde es keine Rolle spielen. Welches Crime-Franchise, welches Crime-Serie, Krimiserie oder was auch immer, weil da gibt es ja tausende Sachen, würdet ihr gerne als Brettspiel haben? Ne? Also keine Ahnung. Meine Frau guckt zum Beispiel viele Könnte ja auch Krimis, als ja. Szenario für Chronicles of Könnte auch Crime. als Szenario, also Sherlock Holmes gibt es natürlich schon, ja, das vielleicht nicht. Ja, aber was es da sonst noch alles gibt, schreibt es, Tatort-Spiel gibt es auch schon, das war aber glaube ich nicht so toll, es war ja nur so ein Tatort-Quiz. Ja. Also wir meinen schon ein richtiges Detektivspiel. Ja. Also angefangen von, keine Ahnung, was guckt meine Frau da immer? Mentalist und CSI Miami, so, vielleicht gibt es da sogar schon von Kennen CSI Sie gibt es Dinger. Scenario? Ja, irgendwie sowas, ja. Sowas, Nee, also genau, ja. schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Welches Crime-Format hättet ihr am liebsten als
Brettspiel. Das ganze Original übrigens von Lucky Duck Games, jetzt aber hier auf Deutsch im Vertrieb bei Korax Games erschienen und auch von Korax Games uns zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Und der Autor von Chronicles of Crime ist David Cicurel. Oder Cicurel oder so ähnlich. So ähnlich, genau. Viel Erfolg damit. Bis und Mitternacht, wie üblich, wir hier unten auf YouTube Zeit. Wir drücken die Daumen für dieses fantastische Detektivspiel. Beim nächsten, ja, beim nächsten Adventskalender. Tschüss. Tschüss.